Sarah Palin dreht auf. Aber schafft sie es bis ins Weiße Haus in Washington? Die ehemalige Vizepräsidentschaftskandidatin der Republikaner hat sich noch nicht geäußert, ob sie sich um die Kandidatur ihrer Partei bewerben wird. Doch vieles deutet bereits darauf hin. So auch ihre One-Nation-Tournee entlang der Nordostküste der USA in diesem Bus. Das ist kein Kampagnenbus. Mit diesem Bus wollen wir Amerika zeigen, wie sehr wir die Basis schätzen. Wir wollen Menschen auffordern, sich für alles Gute in diesem Land zu interessieren. An potenziellen republikanischen Herausforderern für US-Präsident Barack Obama mangelt es wahrlich nicht. Allerdings an Kandidaten mit Wiedererkennungswert und landesweiter Anziehungskraft. Der Ex-Gouverneur des US-Bundesstaates Massachusetts, Mitt Romney, war einer der Teilnehmer im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2008. Und einige sind der Meinung, dass er seitdem Wahlkampf macht, finanziert aus eigener Tasche. Momentan liegt Romney in der Gunst seiner Partei weit vorne, doch viele halten ihn für zu gemäßigt, um die Republikaner landesweit für sich zu gewinnen. Andere Konservative gelten da schon als geeigneter. Da ist der frühere Gouverneur von Minnesota, Tim Pawlenty, der die Bundesausgaben kürzen will, oder Rick Santorum, ein früherer Senator, der als strenggläubiger Vertreter des rechten Flügels gegen Abtreibungen wettert. Michelle Bachmann ist, ähnlich wie Sarah Palin, eine Frau aus dem Volk und Vertreterin der rechtskonservativen Tea Party-Bewegung, die mit Attacken gegen Obamas Gesundheitspolitik auffällt. Ich fühle mich verpflichtet, Obamas Gesundheitsreform aufzuheben. Noch 8 Monate bleiben den Republikanern, um einen geeigneten Herausforderer für Barack Obama zu finden. Konkurrenz in den eigenen Reihen muss der amtierende US-Präsident nicht fürchten. Sein Wahlkampfbudget kann er also für später aufheben. Und auch seine politischen Gegner machen es ihm aus heutiger Sicht leicht, sein Amt im kommenden Jahr zu verteidigen. Thank you so much. Thank you everybody.